Backstage bei den Bullenreitern. Rodeo ist in den USA ein knallharter Sport. Nicholas Jackson ist erst 13 und der amtierende Junior-Weltmeister im Bullenreiten. Ich werde nicht mehr nervös. Ich bleibe schön ruhig. Die Jackson-Familie gehört zu den wenigen schwarzen Cowboys im weißen Rodeo-Spektakel. Auch Nicholas' Geschwister treten erfolgreich bei Rodeos an. Wir haben Nicholas hinter die Kulissen begleitet. Vor jedem Start betet er mit seinem Vater. Be brave, be bold, sei tapfer, be mutig und sicher. Möge Gott dir eine gute Wertung schenken. Jeder Bullenritt kann ein Triumph sein oder im Krankenhaus enden. Rodeo, ein amerikanischer Mythos mit maximalem Drama. Zu Hause bei Familie Jackson in Maryland. Also wenn ich an Cowboys denke, dann denke ich zuallererst immer an John Wayne. Aber Hollywood hat uns nicht die ganze Wahrheit erzählt. Im wirklichen Wilden Westen war nämlich jeder vierte Cowboy schwarz. Und wir sind heute hier bei den Jacksons. Und das ist eine Familie, die sehr stolz ist darauf, in fünfter Generation schwarze Cowboys zu sein. Und ich bin total gespannt, wie die hier trainieren und die hier so richtig kennenzulernen. Zu Hause ist Nicholas kein Rodeo-Star, sondern ein normaler 13-Jähriger. Und der muss morgens zuerst mal die Pferde füttern. Für mich ist Rodeo Spaß und eine Chance. Es war über Jahre ein Sprungbrett für mich und meine Familie. Ich wüsste nicht, was ich ohne Rodeo machen sollte. Vier von fünf Jackson-Kindern treten bei Rodeos an. Jeden Tag trainieren sie mit Vater Corey. Die Jacksons reiten rasante Einsätze und sind stolz auf ihre Familientradition, erzählen sie mir. Und dass sie dafür viel investieren. Etwa $25.000 im Jahr kostet das Training für die Kinder. Die Preisgelder gleichen das momentan noch nicht aus. Ihnen ist es wichtig, als schwarze Cowboys wahrgenommen zu werden. Especially with Nicholas's, Als Nicholas den Weltmeistertitel gewonnen hat, haben alle so getan, als wäre ein schwarzer Cowboy etwas Neues. Das stimmt nicht. Die Geschichte der schwarzen Cowboys ist einfach immer ausgelassen worden. Wir haben eine lange Tradition. Das hier ist der improvisierte Bulle. Mich erinnert er mehr an ein selbstgebasteltes Schaukelpferd. Was ist entscheidend, um nicht runterzufliegen? So while there's a tornado going on, der Bulle ist wie ein Tornado, aber auf seinem Rücken gibt es einen ruhigen Punkt. Wir nennen ihn den Optimalpunkt. Nick ist ein Naturtalent darin, den zu finden und die Balance zu halten. Das will ich mal ausprobieren. Corey erklärt die Regeln. Mindestens 8 Sekunden oben bleiben, einen Arm permanent hochhalten. Ansonsten kommt es auf Technik und Muskeln an. Now I would need to jump down. Also wenn ich mir überlege, das war jetzt ein freundlicher Bulle. Normalerweise hat man hier ein paar hundert Kilo Lebendgewicht unterm Hintern und der dreht sich rum und springt, also mir war es rutschig genug. Auch Cowboy-Kinder brauchen Mathe. Deswegen setzt Mutter Robin auf Hausunterricht. Nur so haben sie genug Zeit fürs Training und können alle Wettkampftermine einhalten. Nicholas, was ist besser? Homeschooling oder Bullenreiten? Bullenreiten. Okay, das war jetzt nicht wirklich überraschend. Und dann zeigt mir Nicholas seine Trophäen. Jede Gürtelschnalle ist ein Preis. Manchmal erlebt seine Familie Rassismus auf den Rodeos, sagen sie. Nach seinem Weltmeistertitel wurden zum Beispiel böse Gerüchte gestreut. Er habe mit dem Alter getrickst. Wie geht er damit um? Ich lasse das nicht an mich ran. Ich bin beim Rodeo, um das durchzuziehen und gut zu machen. Über was anderes mache ich mir keinen Kopf. Auge in Auge mit den Bullen. Wir begleiten Nicholas zum Rodeo und bekommen einen seltenen Blick hinter die Startboxen. Auch sein 8-jähriger Bruder Dylan tritt an. Mir fällt auf, außer den Jackson-Brüdern gibt's nur weiße Cowboys hier. Bislang scheint Nick tiefenentspannt. Die meisten Bullen hier sind ziemlich nett, die chillen gerade. Ich finde die eher respekteinflößend, scheinbar als Einzige hier.
Niklas hat gerade erfahren, welche Bullen ihm zugelost wurden. Er nimmt schon mal die Abkürzung. Wir klettern hinterher, wollen uns seinen ersten Gegner mal genau anschauen. So which bull did you get, Nick? Mighty Moo heißt sein nächster Bulle. Und der ist extra zum Bocken gezüchtet worden, erzählt er uns. Also der ist eine Tonne schwer hier, der Bulle, und ich würde mich im Leben nicht da draufsetzen. Das ist ein bisschen was anderes als das, was wir da auf diesem Trainings-Schaukelpferd-Bullen erlebt haben. Manche halten Rodeo für Tierquälerei. Wie sieht Nick das? Der Bulle hat draußen in der Arena keine Schmerzen. Vor jedem Ritt wird offiziell überprüft, dass da nichts an der Ausrüstung ist, was ihm wehtut. Gleich geht's los. Hinter den Kulissen ist jetzt Cowboy-Stretching angesagt. Auf der anderen Seite wartet das Rodeo-Publikum und der Rest der Jackson-Familie zum Anfeuern. Wie geht es Nicks Mutter damit, dass ihr Sohn ausgerechnet auf Bullen reitet? Ich feuere ihn an. Ihr werdet mich gleich schreien hören. Ich wünsche ihm das Beste. Aber das Wichtigste ist, dass er so gesund aus der Arena rauskommt, wie er reingegangen ist. Niklas kennt man hier im Publikum. Er ist der Weltmeister. Zur Hölle, der reitet besser als ich. Nur wenige wissen aber, dass früher jeder vierte Cowboy schwarz war. Dieses ganze John Wayne-Zeug, da war noch Rassentrennung, als sie die Filme gedreht haben. Die schwarzen Cowboys sind erst viel später in der Filmwelt vorgekommen. In den alten Western sind sie deswegen nicht gezeigt worden, weil man sie nicht dabei haben wollte. Vor dem Start wird erstmal mit den Zuschauern gebetet. Für die Gesundheit der Cowboys, die sich oft schwer verletzen. Ich merke, wie ernst alle hier das nehmen. Backstage bei den Bullen, die Top 10 Bullrider hier in den USA, die verdienen durchschnittlich $500.000 Jahresgehalt. Aber die Jungs hier sind von sowas natürlich absolut weit entfernt und trotzdem riskieren die bei jedem Bullride ihre Knochen. Ein Krankenwagen steht bei jedem Rodeo bereit. Nervös, Nick? Nee, immer noch nicht. Dann macht sich auch Nick für seinen ersten Ritt auf Mighty Moo fertig. Der Bulle will nur eins. Das Seil um seine Hinterbeine loswerden und den Reiter obendrauf. Niklas ist hart gelandet. Schlimmer noch, der Bulle ist auf ihn draufgetreten. Ich mache mir Sorgen, dass er sich was gebrochen hat. Für die anderen scheint das normal. How do you feel? Are you okay? Yeah, Nick, bist du okay? Yeah. That's a rough sport, man. Was ist passiert? Ich habe den Bullen zu sehr machen lassen, habe nur auf meinem Hintern gesessen. Auf Niklas wartet heute noch ein zweiter Bullenritt. Soll er den jetzt nicht besser absagen? Kommt nicht in Frage. Stattdessen betet er nur noch mehr. Und doch, Niklas ist angeschlagen. Auch der nächste Ritt endet unter 8 Sekunden. Damit bleibt er, der Favorit, heute ohne Wertung. Vater Corey weiß, was das bedeutet. Jetzt braucht er mich nicht als Trainer, sondern als Vater. Ich werde ihn aufheitern und morgen sehen wir weiter. Das Rodeo geht weiter. Niklas will seine Ruhe. Die Knochen sind heile, aber sein Stolz ist verletzt. Auch andere kommen, um ihn aufzubauen. Der Nick hat heute nicht so einen guten Tag gehabt und ich glaube, das trifft ihn selber am meisten. Der ringt gerade mit seinem eigenen Ehrgeiz und ich muss schon sagen, also Bullriding aus der Nähe, das ist wie ein 8-sekündiger Autounfall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, morgen wird der Nick wieder reiten. Das glauben zumindest seine Eltern, seine Geschwister, seine Freunde, alle, die ihn kennen. Rodeo bleibt Risiko. Jeder Ritt kann als Hauptgewinn enden oder im Krankenhaus. Ich mag diese Abende nicht, wo ich von Bullen runterfliege, die ich eigentlich reiten kann und schon geritten bin. Die Bullen, ganz Profis, chillen schon wieder. Dann spüren ihn doch noch ein paar Fans hinter den Kulissen auf. Auch wenn es heute zweimal heftig in den Staub ging, sie wollen ein Foto mit ihm. Und auf einmal hat Nick auch an einem schlechten Abend wieder ein Lächeln parat. Ganz Weltmeister eben.